Wir sind hier immer noch rot, warte. Geh bitte nicht Haiti, Libyen. Abandon, ja. Sehr schön. Also, Orks wurden hier geschoben. Weiter. Tansania. Wir haben jetzt doch eine Armee, einen Krieg laufen, ne? Ja, ein Krieg reicht, dankeschön. So. Target destroyed. Weiter brennen. Repair Bay. Unwichtig, aber gut. Eine Sache weniger. Wir machen weiter mit dem Residential Module. Und ich wollte ja auch gucken mit diesem neuen Triebwerk, das wir jetzt haben. Ob wir da dann... Wir waren bei 4. Ich bin schockiert. Das Ding ist viel besser, als wir letztes Mal hatten. 35 Delta V. Damit kommen wir schon zum Mars, oder? Ships with less than 30 Delta V will not be able to reliably perform interplanetary transfers from Earth. Okay, 60 bräuchte man zum Merkur oder Saturn. Ja, irgendwas 35 oder so bräuchten wir zum Mars. Also das Schiff könnten wir jetzt so bauen. Es wird die Alien stinkig machen. Aber wir könnten es bauen. Und wir könnten davon viele auf einmal bauen. Du wärst wie teuer? 690 Wasser? Das geht alles, ne? Also wir können jetzt nicht hunderte davon bauen, aber die brauchen ja E3 Mission Control. So 20 Stück davon wären drin. Das wären dann nochmal 60. Ja, genau, ja so. 20, 25. Machen wir 2 Dutzend. Ne? 2 Dutzend von denen könnten wir bauen. Das wäre dann auch ordentlich Feuerkraft. Hat auch dieses Armor-Ding, was mehr zählt. Dann noch ein bisschen rumwuseln, ne? Jetzt, wo wir ja mehr Delta V haben, könnten wir auch hier mehr einbüßen. Damit die Dinger länger überleben. Weil die müssen ja eigentlich nur um die Erde rumkämpfen können. Oder halt, wenn sie bei Mars gebaut werden, um den Mars rum und so weiter. Oh, das ist schön. Okay. Also selbst wenn die anderen Antriebe jetzt nicht funktionieren, das ist ein Backup. Designen wir aber erstmal nicht weiter. So. Wir haben Chat verloren. Chat ist okay. Irgendwelche Schlachten, die ich verpasst habe? Nö, ne? Da ist wieder gerade ruhig. Klaus. Servants haben irgendwelche Verluste einstecken müssen. Ich gucke gerade nach irgendwelchen Auffälligkeiten, die mir irgendwelche Rückschlüsse geben können. Warum habt ihr nur 300 von 408? Nachdem wir China kaputt gemacht haben, könnten die das übernehmen. Das wäre echt praktisch. Aber ich glaube, die würden es uns nicht klauen. Wegen dem Non-Aggression-Pakt. Apropos China, ist der Panzer jetzt weg hier? Nein, noch nicht ganz. Und die polnischen Panzer haben keinen Schaden oder ähnliches davon getragen. Okay, das heißt, wir können den nächsten chinesischen Panzer losschicken. Du brauchst eh eine Weile dahin. Nachrücken, dankeschön. Wir haben noch 55 Tage, bevor wir Atombomben abbauen können. Ja. Und wir warten immer noch auf den Terawatt Gas Core 2, ne? Seit 2,5 Monaten. Oh, da ist eine Schlacht. Exodus verprügelt die Initiative auf dem Mars. Das bekämpft ihr euch gegenseitig. Also, dass ihr keine Alienschiffe angreifen wollt, kann ich nachvollziehen. Da drücke ich mich ja auch drum. Oh, schon wieder. Exodus verprügelt die Akademie. Und deswegen sind die Aliens am Gewinnen. Weil wir uns alle gegenseitig die Köpfe einschlagen. Jungs, Gaschern. We're winning their hearts and minds. We are winning their hearts and minds. Und wir sind alle schön am Tröten. Continue.
Panzer ist weg. The LZ is secure. Warte mal, das war irgendwas in Warschau. Ah ja, Warschau ist Polen. Ich habe irgendwie in meinem Kopf immer wieder, dass Warschau Russland ist, aber das ist vielleicht aus dem Geschichtsunterricht, weil es kurzfristig mal Russland war. Ja, das war der russische Teil hier, ne? Aber ja, das ist völlig okay. Das kann weitergehen. Da kommt der Nachschub, der zerstört werden soll. Pflanzen sind wir eigentlich auch bei. Weil ich da schon wieder was aufploppen sehe, ne? Public Opinion in Russland ist gedroppt. Ja, ist aber noch mehr als okay, ja. Ja. Du geh. Pflanzen in Brasilien verbrennen. Kupfer. Residential Module ist durch. Sobald wir mit dem Ring-Ding da durch sind, mit der Forschung, dann geht hier so viel auf. Jetzt ist es hier echt einfach nur. Wollen wir noch ein größeres Schiff machen? Habe ich hier unten irgendwas übersehen? Das machen wir nie. Long-Term Storage Tanks for Stable Liquid Hydrogen. 20% Boost für Schiff Exhaust Velocity. Wir benutzen noch Hydrogen. Ja, hau das da mal rein. I will help them. I will help them. Ah, da ist er doch. Also, der schaltet jetzt zu 61% was frei. Wir warten immer noch auf den anderen 50%igen, ne? Der könnte auch noch reintrudeln, aber wenn der nicht reintrudelt, trudelt dann vielleicht der rein. Und wenn der nicht reintrudelt, dann ganz hoffentlich der am Ende. Wir wählen jetzt den Terawatt Gas Core. Da kann Europa kurz warten. Terawatt Gas Core Fission Reactor 2. Jetzt, wo wir diesen Zwischenstep da haben, müssen wir das auch nicht sofort fokussieren, oder? Nee. Ich denke, die Stationen alle aufstufen ist mir wichtiger. Weil dann können wir doch genug Verteidigung reinstopfen, dass die sich erstmal halten. Und eventuell reiben sich die Aliens an den Stationen ab, weil sie Schiffe bei den Stationen verlieren und wir können sie immer wieder aufbauen. Also ja, die Ringhabs sind mir wichtiger als der Antrieb gerade. Wundert mich, dass ich das sage, aber jetzt habe ich ja die schönen ganzen anderen Triebwerke da gesehen. So, jetzt den 50%igen noch. Go, go. Hey, das ist was anderes. Hydrogen Gas Core. Und den auch nochmal da reinwerfen? Also genau das sollte man eigentlich nicht machen. Man sollte eigentlich nicht random irgendwelche Triebwerke und so weiter erforschen. Das verbraucht nur Forschungspunkte. Aber da wir gerade so schön positiv überrascht waren, Comet Thrust 16 ist auch gut, oder? Nein. Okay. Wir nehmen. Economy 5%. Wir nehmen die Admin Note. So. Weiter. Public sentiment is increasingly with us. Public opinion is moving in our direction. Violence is abating. Das läuft. Dass wir echt nicht hinterherkommen mit den Pflanzen, ne? Es ploppen mehr auf, als wir mit einer Einheit regelmäßig vernichten können. Score one for the good guys. Das darf man niemals aus dem Ufer laufen lassen, wie wir das hier gemacht haben. Chinesischer Panzer kommt gleich an. Wir haben schon wieder in Russland was verloren. Das ist langsam verdächtig, ne? Wir haben über 50% Ruf. Es war gesichert. Da sind vielleicht Aliens wieder am Rumwuseln. Also wieder am Rumwuseln. Close.
Kannst du so zurückpunchen? 75%. Das wird gleich gesichert werden, oder? Ja, ne, riskieren wir nichts. Nalgor, du brich das bitte. Cracking down. Brech das bitte. Acknowledged. Und dich hinterher. Removing our enemies. Okay, so Südkorea und EU sind nicht gesichert. Standing by for orders. Du auf mit stabilisieren und sicher die EU. Making things safe for our people. Und rip da ganz kurz mal darüber. Protecting our interests. Und nur noch, ne, 24 Tage, also 3 Wochen, bis wir die Atombomben abbauen können. Gut, fahren. Offering counsel. Securing our interests. Securing our interests. Das ist der neue Panzer, der angekommen ist. Breakthrough. In einer Military Research Station. Schneller Schiffe bauen, ne? Nochmal 5%. Das sollten wir ja schon mal gehabt haben. Und ich hoffe, das stackt. Und wir kriegen trotzdem noch 4000 Forschung plus Modifier. Dann. Nö, egal wo es ankommt, 4000 sind gut. Also der Fokus kann ruhig bei den Ringhabs liegen, ist völlig in Ordnung. Schiffe schneller. Administration Note ist durch. Urban Warfare Doctrine ist durch. Die brauchen wir gerade nicht. Mountain Warfare. Zack. Und was haben wir noch? Das Leben den Alien schwieriger machen. Ja. Da die AI wahrscheinlich gerade am Rumstänkern sind, ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Back on the farm. If something Molecular broke, Assembler sind fertig. Die wollten wir haben für Diamond Dites. Für die bessere Rüstung. Die sollte auch auf jeden Fall fertig sein, bevor wir die Schiffe bauen, damit sie gleich mit der guten Rüstung rumfliegen, ne? Ah, ist das schön. Also wir hatten so eine kleine Durststrecke, ne? Mit Project China. Das Knacken. Oje, was bist du? Army repariert sich 1% mehr pro Tag. Ja, später. Also die Durststrecke hier schien ja zu knacken. Aber jetzt, dass wir da rumspielen können, deren Panzer verheizen, deren Atombomben abbauen und sie dabei ausbluten lassen, es ist... Ja. Und währenddessen läuft es einigermaßen gut mit den Triebwerken. Wir arbeiten in Richtung Tier 3 Space Stations und Basen. Ich sollte nicht so viel Positives sagen, es passiert bestimmt gleich was Schlimmes. Salvage Bay... Neue Pflanzen. Wobei, das heißt ja nur, dass sie gefunden werden. Die sind wahrscheinlich schon überall da, aber dann ist halt gerade ein Agent in der Nähe und tritt dann aus Versehen drauf oder so. Minen produzieren 15% mehr Gold. Favorite. What's the up? Südkorea und die EU haben wir gesichert. Russland. Russland müssen wir jetzt nochmal verteidigen. Ready for orders. Protecting our interests. Und ich würde auch glatt jemanden da einmal scannen lassen. Riptar, geh mal da hin und Initiating surveillance. Schau mal. Acknowledged. Ready for orders. Kann auch in Russland die Pflanzen bekämpfen. Es sind mehrere Spots, die überall verteilen. Ne? Und Nalgor, was sagen unsere Länder? Russland ist ein Ticken instabil. Der Rest ist okay. Wir können einfach um Polen zu knacken, aber... Wie schwer. Okay. Knack bitte Polen. Targeting their key people. I'm here. Chux, hol dir das gleich ganz. Terminating the opposition. Ja, und da es ja auch ein feindliches Land ist, können wir dann auch gleich die Föderation
langsam einleiten, weil wir halt wissen, dass wir sie rauskicken. Da ist es halt immer so ein bisschen tricky, weil es ja halbwegs Verbündete sind, aber hier kein Ding. Apropos halbwegs Verbündete. Hier ist sonst nichts Neues bei, ne? Nee. Was ist mit Guatemala? Föderation ginge. Dann Flexo einmal kurz einwerfen. Time to make our move. On Overwatch. Das dauert hier eh alles noch ein bisschen. Securing our control. Cryovolcanic Studies. Wir können Geld ausgeben und kriegen wieder mehr Forschung. Ah, es ist doch schön. Ja, geht wieder primär in die Dinge rein, damit wir möglichst schnell fertig werden. Nö, kann alles so bleiben. Bob. Oh, ist nix instant fertig geworden hier unten. Na gut. Haben zwei Schlachten verpasst. Project Exodus gegen das Protektorat, das ist mein gutes Ziel. Und Project Exodus gegen die Initiative, das ist eher unpraktisch. Heißt es, auf dem Mars ist was frei geworden? Das habe ich wahrscheinlich wieder zu spät gesehen. Hm? Springen mal ganz kurz zum X. Zum Mars. Nee, runter. Alles voll, ne? Sonst müsste es hier, glaube ich, schon auftauchen. Ja. Sides. Alles voll. Okay. We've hit them where it hurts. One Punch. Mission complete. Föderation. Ja, Herr Easy, können wir dann nochmal machen. Boop. Confirm. Continue. Du hast nur 8%? Prepping for mission. Habe ich das falsch angeklickt? Ich habe das falsch angeklickt. Erratic Behavior, schon wieder in Russland. Und Alien. Okay. Our associates were unable to take control. Ja, 9%. Ich muss mich verklickt haben bei dem Kontrollpunkt. Aber dann halt nächste Runde. So, und du sitzt jetzt hier die ganze Zeit in einem Alien und darfst nichts machen. Weil sie ja stinkig werden könnten und ich will erst die Ringe haben. Standing by. Das ist schon ein wenig ekelig. Heading there now. Where do you need me? Flex so weiter advisen lassen. I will help them. Ready to go. Hä? Das ist ja nicht mal angeknackt. Nalgor hatte das doch geknackt? Nalgor, rolled a success for the crackdown mission on Moscow region in Russia. In Russia? Whoops. Wir haben aus Versehen von der Schutzherrschaft was geknackt. Ja, das ist natürlich ein Missverständnis. Geh bitte hier hin und knack das bitte. Dann kann Tux auch ihr Ding machen. Stand die ganze Zeit da, und hat groß ausgeholt, darauf gewartet, dass geknackt wird, um reinzuhauen. Keiner hat reingehauen, sie schlägt gegen und es tut weh. Und 500 Kilometer weiter macht es irgendwo knack. Mhm. Du, Purge, Executive. We're taking power. Die sind alle komisch. Und Ripdark hat nichts zu tun. Kannst du Russland den angeknackten Punkt wegnehmen? Ich meine, du hast nicht so super tolle Sachen in der Richtung. 5 Espionage. Scheint einfach zu sein. Ja, mach. Dann haben wir nur wieder nicht genug Kontrollpunkte. Das heißt, wir müssten... Hier, gehen wir Uganda weg. Band the Nation. Und eventuell gleich noch was anderes. Können wir schon mal präventiv Ivory Coast. Ja, das sollte reichen. Confirm. Lending my expertise. Offering support.
Den 50% Antrieb haben wir immer noch nicht bekommen. Ich denke, das kann man jetzt langsam abhaken. Schon fast ein halbes Jahr. Schade. Das war Chance Nummer 1. Chance Nummer 2 kommt dann, sobald das da durch ist. Und das Wichtigste ist dann ganz am Ende. Wir könnten gucken, ob wir vorher noch ein wenig die Science-Punkte bei unseren Agenten erhöhen. Das beeinflusst das ja auch marginal. Mission cancelled. Also sie jetzt. Oh, die haben sich geklaut. Das heißt, wir haben es für die geknackt und die haben es ihren quasi Verbündeten geklaut. Das. Space Defense. Dann kannst du bitte damit aufhören vorerst. Ja. Continue. Our people have taken control. So, jetzt ist das alles in Ordnung. Relations. Wir hätten gerne Neutralität mit Russland. Allianz mit EU. USA auch groß. Wir müssten auch alle anderen europäischen Sachen hier mit reinbekommen. Die müssen ja auch immer alle zustimmen bei Föderationen. Confirm, confirm, confirm. Continue. Und wir sind jetzt definitiv noch im positiven Bereich, weil wir den Punkt hier verloren haben. Oder nicht bekommen haben. Heißt, wir. Der Punkt wird auch gleich wieder gesichert werden. Aber wir haben keinen Einfluss hier. Ist echt nur wegen dem doofen Alien. Ready for my mission. Chokes. Kannst du ihn so punchen? Könntest, aber lassen wir lieber. Nirgur. Knack. Den Punkt. Applying pressure on their people. Ready. Punch. Nicht aus Versehen wieder Russland, sondern den Punkt hier, das müsste reichen. What's the up? Ready for orders. Ihr könnt euch darum kümmern, dass. Einer von euch kann auch einwerfen wegen Haiti, das hatte ich vergessen. So. Und Ripdark sorgt für Moral in. Das ist alles hier von alleine, okay. In Polen sind wir nicht so super aufgestellt. Oh, Polen sichern. Du. Defend. Ne, wir knacken jetzt eh noch. Danach sollten wir das erst machen, ne? Ja, dann tröd in Polen. Ja. Und hoffentlich nimmt uns jetzt in dieser Runde. Oh, ist gewachsen, okay. Ja, schon. Hoffentlich nimmt uns jetzt in dieser Runde keiner was weg und sofort kommt eine Nachricht auf. Aber nein, ist alles gut. Craig hat 94%. Es ist ein bisschen komisch, dass unsere eigenen Panzer quasi da antanzen regelmäßig, um zerschossen zu werden. Wir können besser in Rugged Terrain kämpfen. Hatten wir nicht irgendwas Gutes hier zwischenzeitlich drin bekommen? Hm. Nö. Welfare 5% oder Europa weiter. Ja, mach Europa weiter. Zack. Public sentiment is increasingly. Da kannst du eine Weile dranbleiben. We've neutralized their key people. Crackdown. Mission complete. USA. USA. Föderation mit Haiti. Confirm. Ivory Coast. Die haben wir eh abgetreten. Das ist okay. Uganda genauso. We are in control now. Und das war der letzte Punkt in Polen. Wir hatten schon alles eingestellt. Wir sollten den Krieg beenden mit Russland. Nee, das ist Serbien.
Ja, und China beenden wir, sobald die Panzer kaputt sind. Wir bräuchten ein neues Ziel für die chinesischen Panzer. Die haben hier auch noch 1, 2, 3, 4, ne? Ja. Wir können jemanden hinschicken, um die Atombomben abzubauen. Were some distant eye ever to gaze artificial upon intelligence. Our world. Wir haben als neues Ziel, die Colony Habs müssten noch gemacht werden. Das ist mit das Wichtigste, ne? Ja, oder Cyborgs. Das Ding mit den Ringen und den Colony Habs wird auch sein, wenn wir alle Sachen aufstufen, gehen wir hier hoch und könnten die Aliens triggern. Heißt, wir sollten, bevor wir alles aufstufen, sicher sein, dass wir genug Feuerpower haben mit der Defense-Plattform Stufe 3 dann später. Und dann wahrscheinlich alles am Stück aufstufen, wenn wir wissen, dass wir eh auch gewinnen. Das spricht doch dann dafür, dass ich jetzt die Colony Habs auch erforsche, möglichst früh, richtig? Also nicht möglichst früh, aber dass wir sowohl die Ringe als auch die Habs gleichzeitig hochpushen können. Aber beides ist noch ein paar Monate entfernt, an dem Punkt, wo wir anfangen, wirklich den Alien überall auf den Fuß zu treten. Das heißt, es könnte mehr Sinn machen, die Cyborg-Sachen zuerst zu machen, weil wir bis zu diesen paar Monaten, also nicht Monate, es wird wahrscheinlich eher ein Jahr noch sein oder zwei, bis wir den Aliens auf die Füße treten. Bis dahin überall bessere Stats zu haben in unseren Agenten, ja. Ja. Das heißt, wir könnten auch das dann doch ein bisschen zurückziehen. Hätte ich mir früher ein bisschen Gedanken drüber machen müssen, glaube ich. Ja. Also das ist zwar schön, ist Tech-3-Basen zu haben, aber was das halt mit den Aliens anfängt, ist unpraktisch. Also boosten wir jetzt den Triebwerk? Brauchen wir auch nur bedingt. Also wir brauchen die... Oh doch, warte. Wir brauchen die Hubs schon, wir dürfen sie nur nicht bauen. Wir brauchen sie trotzdem, damit wir die ganzen anderen Tier-3-Sachen bekommen können. Weil das schaltet ja irre viel frei, sobald wir die Ring-Cores haben. Es müssten 12 oder 15 oder was Forschungen sein, private Forschungen, für alle Tier-3-Varianten von den Tier-2-Gebäuden. Genau, und dann forschen wir die alle privat durch und dann geht's los. Ja, okay. Mit jedem Playthrough lernt man so viel dazu. Das ist der Hammer. Gerade was solche Taktiken angeht. Close, du bist unwichtig. Wir sind am Cap. Das ist gut. Wir haben die Sache allein gestellt. Jetzt kann Polen verteidigt werden. Schutz kann weiter Dinge verbrennen. Ruhig auch in Russland. Da verstreut ihr gegen Alien durchgehend die Samen und Nalgur trötet, damit in Polen wir weiter gemocht werden. Making our case. Ja, währenddessen hoffen wir immer noch auf die 50% von dem einen Antrieb, auch wenn es unwahrscheinlich ist, und starren darauf, dass in ein paar Monaten das Zweierding fertig wird. Hä? Oh. Wir haben jetzt schon Upgrades? Stopp. Das habe ich völlig vergessen. Das ist denn nochmal mehr Upgrades? Ja, warte. Flexo. Also wir müssen jetzt noch forschen. Ja. Ich bin übereifrig. Geh-Forschung. Das weg. Neural Engineering. Das will ich haben. Sorry, du musst warten. 29. November. Das ist okay. Das heißt, wir kriegen jetzt plus 1 auf alles bei allen Agenten. Und vielleicht noch irgendwelche anderen neuen Schnickschnack-Sachen. Und mit der Forschung, die ich da angeschmissen habe, als Hauptforschung, kriegen wir dann nochmal neue Cyborg-Sachen. Krass. Wieder was, um Aliens zu hampern. Das ist auch gut. Polen, ruhig nochmal.
Maschine has deployed eine neue Armee in Hong Kong. Gehört die dann uns oder den anderen? Ich habe abermals die Atombomben vergessen. Details. Aber die laufen ja nicht weg. By the numbers. Continue. Panzer ist auch gleich wieder kaputt. Space Defense in China. Wir haben aber schon Kleptokratik eingestellt. Ja, ich wollte gerade sagen. Joink. Ja, das ist unsere Armee. Ja, ist gut. Dann können wir sie wieder kaputt machen. So. Atombomben. Du kannst jetzt da einfach hingehen und sagen, ich würde gern Disarm War jetzt machen. Ja, Set Policy in China. Das werden wir gleich mehrfach machen müssen, ne? Tux muss weiter verbrennen, das geht nicht. Sorry, Flammenwerfer muss aufgefüllt und weitergemacht werden. Geh weiter in Russland, die Pflanzen verbrennen. Aber Flexo könnte mal ganz kurz aushelfen. Zip, zip, zip. On my way to the capital. Haben wir noch irgendwas hier, was wir sabotieren können? Was wir verändern könnten? China-Austria War, China-Tansania War. Können irgendjemand noch Unabhängigkeit geben. Dadurch schwächen wir China als Ganzes auch, was kein so großes Land mehr ist. Dann verlieren wir aber hier auch Kontrollpunkte, die aber auch. Ich glaube, das machen wir trotzdem. Wir zersplittern jetzt. Wenn wir Sachen zersplittern, dann sehe ich einen Giro Zunft irgendwann fluchen, wenn er die ganze Welt erobern will. Das ist doch viel einfacher gewesen wäre, wenn es ein größerer Blob ist. Nee, es ist einfacher, wenn es ein. Also es ist nervig, die kleinen Sachen wieder zusammenzulegen später. Das ist völlig korrekt. Aber das Flippen von den Ländern ist natürlich einfacher, wenn es weniger Kontrollpunkte hat. Ich glaube, das machen wir. Hier, du kannst auch mal dahin gehen und wir granten dann einfach random Leuten Independence. Und dann zerschlagen wir das ganze Ding von innen. Und so könnten wir dann die Dinger hier auch nach und nach übernehmen und die Panzer jeweils auch wegschicken oder zerlegen. So, mal gucken, was alles so aufgeht. Also, neuer Panzer. Wir schicken den neuen Panzer. Oh ja, den können wir durchschicken. Der da ist fast Schrott. Du kannst da nicht hin, weil du keine Marine hast. Mit wem bist du noch im Krieg? China. Tansania ist da unten, da brauchst du auch was für. Also was Wässriges. Oder sonst. Ja, nur Polen. Ja, dann erstmal nix. Eventuell einfach so demontieren. Plus 3 Kuhmischen. Ist okay. Da kommen die neuen. Da kommen die neuen Implantate. The people will come to our side. Public opinion is moving in our direction. Policy direction. So, complete. China. Disarm warheads. Disarm up to 5 nuclear weapons. If weapons are reduced to 0, also cancel all progress on the nuclear weapon priority in this nation. Requires consolidated executive control. Ja, das haben wir ja. So, disarm. Es hat für uns keine Nachteile, ne? Wir haben so genug Atombomben mit NASO, NOSA, also mit Nordamerika-Gedöns und Europa und Teile von Russland. Ja, weg damit. Klaus. Has reduced his nuclear stockpile. Runter auf 2. Kommt der nächste. Disarm Warheads. Bam. Keine Atombomben mehr in China. Continue. Und jetzt wollten wir noch Grand Independence machen, ne? Und zwar für Taiwan war da drunter. Blob. New Control Points. Instant Initiative.
Da ist Taiwan. Und wir haben noch zwei Kontrollpunkte. Okay. Jetzt machen wir das Ganze noch zweimal für diese anderen komischen Gebiete, wo ich nicht weiß, wo die sind. Und dann ist unser Werk hier auch bald getan und wir könnten theoretisch China wieder... Also das Hin- und Herspringen hier noch vielleicht für den Armeen. Das müssen wir gucken. Aber sonst wäre unser Werk hier immer getan. Wir können es dann abandonen und haben sehr viele Kontrollpunkte über für europäische Unterfangen. Das ist Automated Kram. Das wollte ich erstmal nicht so wirklich. Erratic Leader Behavior. Sind viele Aliens. Und das ist derselbe, der die ganze Zeit hinterher springt. Du kannst ködern, so viel du willst. Wir haben einen Plan, der sich alle zwei Minuten ändert, aber in den Grundfesten ähnlich bleibt. Wir lassen euch in Ruhe. Wir bauen heimlich alles auf. Forschen so, dass wir in einem Schwung alles machen können. Und dann kriegst du richtig auf die Nase. Gott. Wo waren wir? Plexo. Ready to go. Geh zurück nach Offering Counsel. Usna, ready. Nicht Naso. Naso klingt auch gut. Fanazul advised wieder in Europa. Du schaust Aliens we'll an. See what we can find. Du Your orders? What's the du verbrennst Aliens. Heading to the LZ. Und Nalgo ist denn der Einzige, der hier was machen kann? Ui, in China haben wir so wie gar keinen Ruf mehr. Vielleicht fanden die es nicht so toll, dass wir Länder verschenkt haben. On my way to the capital. Confirm. I will help them. Permanent für dich. I will help them. Permanent für dich. Panzer ist gleich Schrott. Der andere ist noch auf dem Weg, ne? Neural Engineering ist fertig. Dann waren wir bei... Wir hatten doch eigentlich schon irgendwas angefangen. Genau das da war fast fertig. Das bitte weitermachen. Der zweite Reaktor ist auch bald durch. Das ist schön. Aber jetzt viel wichtiger. Prepping for next mission. Alles aufstufen. So. Cybernetic. Was? Plus 1. Plus 2. Richtig, das Plus 1 wird überschrieben. Also du springst jetzt von 2 auf 3. Und mehr Science. Und mehr Security. Mehr Investigation, mehr Administration. Also genau das gleiche wie vorher. Nur eine Stufe mehr. Gut, das mache ich jetzt bei allen Agenten. Und dann müssten wir nochmal gucken mit Science. Das zählt alle. Each point of science increases his counselor's research income by 1% and every 5 points increase the monthly chance of unlocking a project by 1%. Also jetzt im Hinblick auf die Endforschung da, ne? Da wäre es schon ganz nett, wenn wir ein paar Prozentpunkte mehr haben. Wir haben 62% bei der Endforschung, oder dem Superantrieb da. Wir hatten einmal 10% durch irgendeine Forschung bekommen, also wären es 72%. Und dann jetzt noch allein durch dich nochmal 4%. Die anderen sind aber nicht so hoch. Achso, warte, die ganzen... Da. Und da werden wir jetzt auch nicht mit dem Cyberding auf 10 kommen. Das heißt, er macht wirklich nur die 5er Schritte. Nicht irgendwelche Brüche oder so dazwischen. Ja, 4 Punkte werde ich da nicht machen. Aber du bräuchtest nur 2 zum Beispiel. Das klingt fast machbar. Du hast eh schon für deine Hauptjob gute Sachen. Naja, komm, tu mal was für die Menschheit. Da. Du bist bei 8. Bist du gleich bei 9. Und dieser eine Prozentpunkt, der wird es dann am Ende sein. Science. Zack. Schön. Haben wir noch jemanden, der so nah dran ist? Ja, du. Die
einmal. Es geht auch gut ins Geld, oder? Ah, Quatsch. Haben wir. Das haben wir. Science, boom, noch ein Prozentpunkt. Sie ist neu, das ist okay. Trotzdem hätte ich gern auch, dass sie noch auf 10 kommt. Science. So. Können wir da irgendwas hin und her schieben? 2 Punkte für ein, 2 Punkte für ein. Ja, nimm den mal raus. Und den mal raus. Warum kannst du nur? Der braucht 3, achso. Die willst du behalten, ne? Ja. Okay, vielleicht kaufen wir irgendwo? Keiner mit Forschung für dich. Nein. Okay, dann kriegst du was Doofes, aber Hauptsache es funktioniert. Zack. Nächste Zuweisungsphase, bist du auch auf 10. Und damit sind wir jetzt schon alle durchgegangen, richtig? Das wollte ich eigentlich jetzt kurz off-camera machen mit den Implantaten, aber ich war jetzt so vertieft in die Science-Geschichte, dass das passt. Okay, dann machen wir einfach gleich im Anschluss ganz normal weiter. Ich habe nichts zu tun, richtig? Also die Raumstationen sind ja alle soweit fertig. Nee, bis gleich.